Müssen wir jetzt alles nochmal komplett neu machen? Wir müssen jetzt alles nochmal neu machen, mit dem Unterschied, dass wir jetzt eine wirklich starke Verbindung haben. Aber wir waren ja auch noch gar nicht so weit. Hallo, Porno-Klaus. Da macht wieder die Playa unsicher. Und er ist auch berühmt dafür, dass er eigentlich selten alleine einschläft. Jetzt wird die Verbindung schon wieder schwach, wo wir auf das Thema Sex kommen. Du warst jahrelang, darüber haben wir gerade geredet, Promoter und Moderator im Paradies. Das war die Fick-Disco. Konntest du das eigentlich reinen Gewissens machen? Weil, ich meine, ihr habt granatenvolle Urlauber auf die Bühne geholt, die dann von Pornostars, so habt ihr sie genannt, in Wirklichkeit waren das aber Prostituierte, also vorgeführt haben. Das war ja eher eine Show für die Leute, die zugeguckt haben, weil die Leute auf der Bühne wussten es in der Regel gar nicht, dass sie auf der Bühne stehen, weil sie so voll waren. Gut, rein gewissens kann ich dazu sagen, wir haben ja 2006 bis 2010 war ich ja aktiv in der Pornobranche, habe ich da schon mit Salma de Nora Live-Sex gemacht, also praktisch so wie im Safari in Hamburg. Und dann kamen immer schon die Gäste her und haben gesagt, hey, wir wollen auch mal auf die Bühne, wir wollen auch mal. Und so kamen wir überhaupt auf die Idee, die Leute hochzuholen. Aber es ist natürlich schon grenzwertig gewesen, da gebe ich dir schon recht, wenn die dann 2,5 Promille haben. Aber der Laden war immer voll, die Leute waren nur wegen Pornocasting da. Gehe jetzt rein, 2 Jahre später, es ist noch ein Drittel voll und damals war es immer rappelvoll. Die Leute wollten nur sehen, wie einer verkackt. Das ist einfach so. Was machst du jetzt stattdessen auf der Insel, wenn du nicht Urlaub machst? Du singst im Bierbrunnen. Genau, im Bierbrunnen in Cala Radiada ist ja die drittgrößte Open-Air-Location hier. Da war ich mit Michaela Schäfer und Willi Herren. Jetzt bin ich demnächst nochmal mit Menderes da. Und da mache ich halt meine Party-Songs, die alle Richtung Frauen gehen. Ich liebe alle Frauen. Ponyhof, 10 heiße Mädels. Ja, Frauen ist halt mein Ding. Ja, du bist ja auch, ich glaube, bekennend sexsüchtig, kann man das so sagen. Das ist mein WhatsApp-Profilbild, das kennst du ja, sexsüchtig. Wie ist denn das hier in der Playa? Also man stellt ja fest, also das Frauen-Männer-Verhältnis ist ungefähr 1:4. Also auf eine Frau kommen 4 Männer. Also manchmal schaffe ich schon an einem Abend 4 Frauen. Also von dem her, ich habe da kein Problem. Wie machst denn du das eigentlich? Weil, ich meine, das ist ja nun stadtbekannt, dass du der Rammler vom Dienst bist, der keiner treu ist. Wieso gehen die Frauen trotzdem mit dir in die Kiste? Gut, ich sage halt immer, bei mir wissen die Frauen gleich, um was es geht. Also ich muss nicht groß rumlabern. Ich sag auch nicht, ich will irgendwie Beziehung oder so. Die wissen natürlich gleich, es geht nur um Sex. Und ich sage immer, stell 10 Frauen hin. 5 von denen sagen, die würden nie was mit mir machen. Die würden auch nie was mit mir machen. 4 von den 10, die sagen, mit dir mache ich nie was. Die werden dann von ihrem Freund betrogen, geht fremd. Und dann schreiben sie mir bei Facebook oder Tinder oder sonst irgendwo, ich will jetzt doch mal mit dir. Und eine ist immer dabei, die Bock drauf hat, mal mit dem Pornostar, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin. Und deswegen habe ich eine ganz gute Quote hier. Also ich kann mich nicht beklagen und ich trinke keinen Alkohol. Das ist auch noch mein Vorteil. Ich kann mich trotzdem noch gut artikulieren. Und das Ding funktioniert auch noch. Wir wissen ja, Alkohol ist schlecht für die Potenz, Männer. Wie sehr bedauerst du das eigentlich, dass du hier nicht mehr an der Playa arbeitest? Ist das schon, bist du da schon nostalgisch? Ja, ich bin schon ein bisschen traurig. Ich habe schon ein bisschen weinendes Auge, dass ich nicht hier am Ballermann mehr bin. Ich war ja 2010, war ich ja im Oberbayern direkt nach Big Brother. Ja, und dann halt die Geschichte im Paradise danach und ich bin schon ein bisschen traurig. Aber es wird ja generell alles hier ein bisschen weniger. Rio Palace hat zugemacht, die Künstler im Bierkönig werden auch schon runtergefahren. Und ja, es wird alles weniger, leider, wegen den Auflagen. Okay, so, da hinten wird gerade ein Megafon verkauft. Also er hat gerade Porno-Klaus gebrüllt. Billiger, billiger. Selbst die Senegalesen kennen dich hier, woran liegt das? Senegal, ja mein Gott, ich bin halt schon ein bunter Hund, ich fall halt auf. Und ich lebe halt mein Leben. Also, viele würden es gern machen. Die Neider sagen, nee, sowas wie der würde ich nie machen, aber eigentlich würden sie es doch gern. Und von dem her, ich kann in den Spiegel gucken, ich bin ehrlich zu den Frauen, ich sage, ich will nur das eine. Es wird natürlich auch verhütet, ja, das ist auch immer ganz wichtig, ja. Und deswegen kann ich mir jetzt nichts vorwerfen. Also normalerweise frage ich die Leute, also die Prominenten und Semi-Prominenten, so Lieblingsrestaurants, beste Tipps zum Ausgehen. Bei dir ist es, wo kann man eigentlich ungestört Sex an der Playa haben, ohne erwischt zu werden, außerhalb der 4 eigenen Wände? Ja gut, ich bin halt immer mit dem Auto unterwegs meistens. Ich habe dann halt den Vorteil, ich fahre dann irgendwo hin. Aber hier an der Playa ist schon schwierig. Also dann kann ich nur den Tipp geben, nicht direkt am Ballermann 6, wenn dann lieber ein bisschen hoch. Am besten Plastiktüte mitnehmen, die Sachen verbuddeln im Sand und dann ab ins Wasser. Also das ist jetzt mein Spezialtipp. Okay, die Sachen verbuddeln, damit sie nicht geklaut werden, genau, mitten in der Nacht. Hast du das hier schon mal gemacht? Also wirklich Sachen verbuddelt, ab ins Meer und...
Rubbel die Katz. Ja, ich darf es ja gar nicht so sagen. Das kostet, wie viel kostet das Strafe? 480 Euro oder wie viel kostet es mittlerweile? Ja, aber ich habe es dann schon mal gemacht. Aber da hat es noch keine Strafe gekostet. Ja. Natürlich. Aber ich habe es schon mal öfters gemacht. Ja. Bist du hier eigentlich jemals mit der Polizei in Konflikt geraten? Oh ja, ich hatte schon mal das eine oder andere Problemchen, hatte ich schon mal. Ja. Ich bin halt ziemlich freizügig und dann läuft man halt auch mal ein bisschen nackig rum. Oder nur mit dem Einbeinslip oder so. Das kommt auch manchmal nicht so gut an. Und ja, aber ich stehe ja dazu. Also von dem her. Also nee, wurdest du schon mal von der Polizei wirklich angehalten und die haben gesagt, zieh dir mal bitte eine Hose an? Ja, ich bin schon angehalten worden. Wie auch schon mal in Hamburg auf der Reeperbahn, wo man denkt, das ist ganz tolerant. Da bin ich ja auch mal nur mit der Socke auf meinem besten Stück rumgelaufen. Und das habe ich auch in der Mönckeberg- und Spitalerstraße gemacht. Und nirgends haben sie mich angehalten, nur in Hamburg auf der Reeperbahn. Und hier ist mir das auch schon passiert. Also. Wie verdienst du eigentlich dein Geld? Momentan, wo du ja Ex-Pornostar bist, Ex-Big-Brother-Star. Und das Dschungelcamp will ich ja auch nicht haben. Ja gut, Dschungelcamp will mich nicht. Die nehmen ja jetzt Mark Terenzi. Leider, ich bin wieder nicht mit dabei, aber ist auch egal. Dem gönne ich es ja, den kenne ich ja ziemlich gut von den Sixpacks. Ja, nee, ich verdiene mein Geld immer noch mit den Auftritten, so wie im Bierbrunnen, singe in Deutschland in verschiedenen Party-Locations. Dann habe ich noch den Switch, dass ich halt in FKK-Clubs Moderationen mache und auch Auftritte. Oder ich bin halt in Swingerclubs, mache dann da FKK, Sektbar, nackig. Kümmere mich da um die Frauen, so als Lady Entertainer. Und das sind eigentlich meine drei Standbeine. Und ich habe natürlich noch einen schönen Werbevertrag mit der Döner-Cola. Die meisten kennen sie noch nicht. Ja. Döner-Cola? Ist das Cola, die nach Döner schmeckt? Nein, fragen die meisten. Nee, schmeckt so wie Gummibärchensaft. Könnt ihr mal probieren. Und da habe ich dann so noch ein paar Standbeinchen, wo auch noch ein bisschen was Geld reinkommt. Und so lebe ich. Ja. Und das genieße ich. Die jungen Damen, die dich dringend mal kennenlernen wollen, oder die Kerle, die dich mal kennenlernen wollen, um Tipps zu bekommen. Also du wirst es nicht glauben, aber ich habe ziemlich viele männliche Fans. Also die kommen dann, weil ich habe das gemacht, wovon jeder Mensch träumt oder jeder Mann träumt. Ich habe Pornos gedreht und da fragen die mich immer, hey, wie war das, wie ist das? Da. Ey, das Netz an der Playa ist ja sowas von scheiße heute. Dabei bin ich sogar in der LTE-Leitung. Wir waren gerade dabei. Das liegt bestimmt an meinem Kabel hier unten. Wenn man, ja, genau. Wenn man dich treffen will, wo trifft man dich hier die nächsten Tage an der Playa und wie lange noch? Ja, also ich bin bis 28.07. noch hier und ja, bin eigentlich immer so, sagen wir, ab 10:30 im Bierkönig. Im Außenbereich, solange da noch die Mucke ist, dann geht ja leider die Musik aus. Auf der Suche nach Opfern? Ja, ich bin mit ein paar Kollegen unterwegs und wenn ich da durchlaufe, kommen die Frauen automatisch dann auf mich zu. Also da kann ich mich nicht beklagen. Okay. Und von dem her, also, alles gut. Alles Klaus, easy. Everyday um 10:30 im Bierkönig. Ja. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt. Ja. Und wer bist du so? Hallo. Er ist der Springfield. Heißt Lars? Ja. Aber scheiß drauf. Ja, ich kenn dich einfach nur, weißt du? Ja, alles gut. Wie war mein Name nochmal? Sachsen-Pauli, gell? Hast du mit dem eigentlich noch was zu tun? Nee, einmal da, wo wir in dem Kino in Berlin waren. Wo das war der schlimmste Dreh meines Lebens. Wo du nie gesendet hast oder wo nie ausgestrahlt hast. Also, das war ein Dreh. Porno-Klaus und Sachsen-Pauli gehen ins Porno-Kino. Mit Genie irgendwas von Ossi, die Freundin. Genie. Das war, allein vom Geruch her, also geht nie ins Porno-Kino. Aber bei mir hat es funktioniert, nur Sachsen-Pauli hat keinen Hof gekriegt. Also genau. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, dann einfach mal einen Daumen hoch bei dem Video. Ihr könnt aber auch total gerne hier Abonnent werden. Kostet nichts.